Uiuiui. So, dann geht's weiter. So, du mal, dich mal jetzt auch noch weg. So. Na, der Trank dauert jetzt noch eine Weile, ich den nutzen kann, darf. Ah, da konnte ich jetzt nicht hoch. Schaffe ich das vielleicht doch noch? So, den tue ich auch noch mal schnell killen hier. Der nervt sonst nur. Ah, wir haben es doch geschafft. Sehr gut. Und da oben kommen wir erstmal nicht weiter, aber Hauptsache, wir können schon mal rüber gucken. Was da ist. So. So. Oh, ein Slime-Banner. Juhu, wir haben das nächste Monster-Banner. Es gibt von den Monster-Bannern insgesamt 83 Banner. Also es ist schon eine große Anzahl. So, hier sind wir ja vorhin runtergefallen, haben den Life-Crystal gefunden. Tja. So, weiter geht's ja. Ah, bin wieder zu voreilig. Mit den Wasserfällen haben sie es gut gemacht. Das ist auch erst seit der 1.2. Ja. Ich gehe immer zu nah ran. Oben ist nur Copper. So. Na los. Und. Jetzt kommt. Ja, danke. Und bub, 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 bub. Fertig. So, jetzt habe ich den Piranha natürlich erstmal rausgekickt aus seinem Territorium. Den tun wir auch wieder entfernen. Nein. Puh. Sehr gut. So, hole ich mir noch das Silber hier. Und ich mache jetzt erstmal Licht hier. Da haben wir wieder Silber. Glitzert nämlich so schön. So. So, die Bienchen sind halt auch wirklich stark hier. Also, wir haben hier den Grappling Hood. Guck, so. So. So, jetzt muss ich aber wieder raus hier. So, und das Silber tun wir mal abfarmen. Ja, siehst du, wir haben jetzt so ein bisschen eine kleine Höhlentour, wir haben ein bisschen die Karte aufgedeckt, ist doch eigentlich schon mal ein bisschen was dabei. Wir haben auch ein bisschen paar Kämpfe gehabt, bin ein paar Mal gestorben, ein paar Fails hinter mir. Ich habe mir so eine kleine Challenge zugelegt mit den Pumpkins, dass ich die auch nebenbei farme. Und ja, ist doch eigentlich eine geniale Idee, so kann man halt schnell und sicher farmen. So, das würde ich mir noch holen. So, einmal so. Und ja, wie findet ihr eigentlich die Idee, dass ich mir so ein bisschen kleine Eselsbrücken so baue? Ah, 32, ey, ihr habt doch wohl eine Meise. Komm. Und, wie war da jetzt noch? 19. Ein paar gekonnte Hitte. Jetzt. Sehr gut. So. Und hier haben wir unseren Tod. Und da haben wir unser Geld wieder. Ah, diese Spiky Slimes. Ihr könnt jetzt zwar nichts sehen, aber... Oh wei. Ah, wir sind vergiftet. Ich hasse es, wenn wir vergiftet sind. So. Puh. Na gut. Tun wir das erstmal abfarmen hier. Guck ich das Wichtigste. Eins nach unten kommen. So. So. Jetzt bin ich am Überlegen, wie wir den da besiegen. Weil der vergiftet uns.
Könnten den vielleicht so bekommen. Ja. So, Problem schon mal gelöst. Oh nein. Oh nein. Ja, das ist nicht gut gerade. Gar nicht gut. Kommt bis dahin. Wird noch Revue passieren? Kommt nicht bis dahin. Sehr gut. Ja, dass ich da wieder hochkomme. Oh, mal sehen, vielleicht kriege ich ihn so. Wir können mal die Pfeile mal ändern. Wir können ja mal die Jester-Pfeile nutzen. Für die harten Dinger. So. Der ist erstmal auf uns fixiert und wir schießen. Oh, die machen ordentlich. Mensch. Der da unten macht jetzt das gerade ein bisschen zu schaffen. Das heißt, die Biene da. Nein, 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 nein. Oh. Ja, das war's. Gut, dann werde ich jetzt noch ein bisschen was bei uns machen. Also, wir können das jetzt nicht verantworten, dass wir jetzt noch mehr holen. Oh, wir haben nochmal einen Hook. Ja. Ist ja egal. Wir haben jetzt halt den Gold weniger. Ein bisschen Geld weniger. Aber wir haben jetzt halt ein bisschen Geld farmen können. Wir haben hier schon wieder 3 Gold. Und ja. Könnten wir jetzt halt das Kostüm von dem Die Feather, oder wie nennt sich der? Bartholomew, Die Trader holen. Wir könnten aber auch eine neue Residenz noch bauen. Könnte man. Und ja. Wir könnten eigentlich sehr vieles machen, je nachdem. So. Deposit all. Das Bannerchen nehme ich mir mit. Bup. So, machen wir es mal schnell so. Und ich hole mir mal schnell meine Ohrs raus. Meine Silver Ohrs, Eisenohr und Copper Ohr. Obwohl ich die Copper Ohrs noch lassen würde. So, die nehme ich natürlich auch mal raus, die Bars. Dann. Sterne haben wir auch genügend. Die haben wir auch genügend. Ah, hier haben wir Eisen. Wollen wir Copper? Ach hier. Na, die lassen wir erstmal. Können wir das erstmal in Ruhe lassen. Und ja, achso, beim Ofen müssen wir erstmal schmelzen. Iron Bars. So, 41, 51. Silver Bars, wenn wir nicht so viel rausbekommen. 25 nur. So, gehen wir mal zum Amboss. Mal sehen, was wir machen können. Wie viel braucht man für eine Silberrüstung? Oh, wir können uns maximal einen Helm machen. Und Schuhe. Also brauchen wir insgesamt 75 Silber für eine Rüstung. Oh wei. Das wird nicht wenig. Ich werde mal kurz ein bisschen Holz holen, dann werde ich mir eine Spitzhacke machen. Damit wir auch ein bisschen schneller unterwegs sind. Dann geiz ich jetzt erstmal ein bisschen hier. Weniger. Und ja, hier haben wir die Silver Pickaxe. Hat 45 Pickaxe Power. Und die 35. Eine Range weniger. 12 Bars. Da ist die mir ein bisschen zu schade. Was macht denn eigentlich die Iron Pickaxe? 40. Bisschen besser. Da würde ich das schon lieber auf das Eisen packen wollen. Mache ich das mit Eisen? Können wir die verkaufen? So, hier brauchen wir natürlich auch wieder jede Menge Eisen. Aber wir haben hier auch jede Menge andere Sachen, die wir nochmal craften können. Wie machen wir das jetzt? Oder warte mal, ich werde mir mal eine Chestplate, kriege ich die noch? Was ist denn? 3 Defense.
Nee, ich lasse das erstmal. Wir müssen ja momentan nicht so viel machen. So, dich hole ich erstmal. Gut, dann würde ich sagen, ich werde mir hier oben eine kleine. Jetzt können wir auch die Pickaxe nämlich gleich mal probieren. Und ihr seht schon, es geht viel, viel schneller. Oh, ist das ein Traum. Oh, das geht richtig ratzefatze hier. Ich werde jetzt mal ein kleines Räumchen bauen, wo wir unsere Crafting-Station haben. Ich werde den kompletten Berg auch komplett nutzen. Das heißt, wir werden uns in den Berg so reinbauen und halt solche Residenzen bauen. Für die NPCs, wir werden uns für uns solche Crafting-Stationen. Okay, das Ding muss eigentlich auch runter. Oh, das war gerade ein bisschen doof. So, ich tue jetzt erstmal alles vorbereiten, nur. Und weiter geht's. So, können wir unten nach oben bauen. So. Die noch schnell abbauen hier, dann geht's weiter. Und ja, wir haben eigentlich noch viel Zeit. Okay, was heißt viel? Wir haben jetzt noch circa 10 Minuten Zeit. Dann müsste ich die Aufnahme erstmal beenden. Ich mache erstmal Licht. Und ja, ich werde jetzt hier erstmal reingehen noch. So. Der Berg wird dann halt künstlich noch verbessert, sodass wir halt einen Berg haben, wo wir oben lang laufen können. Unten bleiben die NPCs, wegen halt den Events wie Blood Moon und so. Ah, packen wir da oben ran. So. Mache ich das erstmal so. So. Ach ne, so hoch müssen wir eigentlich nicht bauen. Jetzt 1, 2, 3, 4, 5, ja. Okay, das muss auch noch weg, stimmt. Kommt hier nochmal so eine Residenz für NPCs rein. Halt ein bisschen größer, oder? Wie viel haben wir hier? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dann machen wir, oder wir können das auch als unser Schlafzimmer nutzen. Ist ja auch noch eine Möglichkeit. So. Das ist das perfekt an den Hook. Können wir einfach nach oben und können wir weiter bauen. So. Ist das jetzt so? So, dann würde ich sagen, wir haben ein bisschen Stein, hoffentlich. Oder haben wir das alles verbraten? Wände könnten wir erstmal nutzen. Ich glaube, wir haben alles verbraten. Glas. Ah, hier haben wir Stein. Aber ich denke mal, die werden wir für die Walls brauchen. Warte mal kurz. Bin wieder da, musste bloß ein bisschen husten. Bisschen hüsteln. So. Ja, da haben wir genügend. Schneeblöcke. Ich weiß was, ich mache mir jetzt ein schönes. Oh, lass mal raus hier. Ah, da haben wir sie. Ich mache jetzt ein paar Snowbricks. 35. Mal sehen, ob es klappt. Dann würde ich mir das halt zum Randung machen wollen. So, weiterlaufen lassen. Oh, nein, das wollte ich jetzt nicht. Ja, es könnte knapp werden. Ab nach oben und dann können wir halt oben weiterbauen. So, machen wir so. Oh, das passt ganz genau. Okay, wir haben jetzt noch 4 übrig. Aber Hauptsache etwas. So. Machen wir hier noch eine rein. Da noch eine rein. Und jetzt müssen wir halt die Wände hier noch wegmachen. Ich werde mir, sobald wir halt ein bisschen besser equipped sind, werde ich mir auch besseres
Handwerk zulegen. So dass wir auch schön bauen können. Weil ich werde das komplette Let's Play jetzt nicht nur mit Bauen verschwenden. Ich werde halt auch Monster killen. Ich werde auch alles durchnehmen, was ich mir bereits bekannt ist, was man durchgucken könnte. Und ja, ich glaube, ich werde auch noch eine zweite Welt starten, wo wir halt, da werde ich auch schauen, was wir noch nicht hatten. Zum Beispiel die Pyramiden. Falls wir hier keine haben, werden wir darüber eine finden. Werde ich in der auskundschaften, wir werden die Crimson durchnehmen, so dass wir halt nochmal alles durchhaben und doch wirklich alles mitnehmen. So, jetzt brauche ich noch eine Tür. Tisch. Warte mal kurz, ich mache mir mal ein Bett. Ich habe ja auch irgendwo Spinnweben gehabt. Spinnweben waren unten. Spinnweben, Spinnweben. Da. Oh, 170, das ist sehr gut. Das nehme ich mir mit gleich. So, dann gucke ich nochmal hier kurz rein. So, eine Tür können wir gut gebrauchen. Dann. Webstuhl, genau. Da haben wir und das da. Genau, das brauche ich. 2, 3. 5. So, stellen wir uns mal kurz einen Banner her. Ich nehme grün. So, haben wir uns einen Banner hergestellt. Großvaters Uhr könnten wir auch machen. Iron Bar. Oh, machen wir auch mal. So, haben wir auch gleich ein paar Dekoartikel und wir machen uns jetzt erstmal ein Bett. Das ist wichtig. So, Hintergründe. Müssten wir uns erstmal auch craften. Ich hole mir erstmal eine Meiße aus Glas. Wir haben auch ein bisschen Sand wieder abgefarmt gehabt. War man? Bin ich blind? Sand, Sand, Sand. Ach hier. Oh, der ist ganz versteckt. So, machen wir uns nochmal Glas. Da, da, da. Glas da. So, muss kurz ein bisschen warten. Ich denke, ich mache 150. So, 150. Okay, jetzt haben wir noch die dazu. Gut. Jetzt müssen wir sowieso Walls daraus machen. 3, 4, 5, 6. Machen wir 60 draus aus den, na, aus den, da unten haben wir sie. Stone Block, Stone Wall. So. Davon werden wir bestimmt ein paar mehr brauchen. So, dann werde ich mal erstmal die Bude verschönern. Oder warte mal kurz. Ich werde es anders machen. So, die Zeit nehme ich mir jetzt noch. Und ja, 102 haben wir so. Da, machen wir uns die erstmal zurück hier. So, machen wir die erstmal alle zurück hier. So. Plupp. Und dann machen wir daraus erstmal. Wird zwar weniger rauskommen am Ende, aber sieht dann erstmal schöner aus. Weil NPCs sind halt ein bisschen, leben ein bisschen niederträchtiger als ich. Weil ich bin ja hier der Herr im Haus. Könnten auch Sandbricks machen. Da habe ich vielleicht noch eine andere Idee für. So, 160. Sehr gut.